Grüß dich und willkommen zurück. In diesem Video bauen wir auf dem Vorwissen vom letzten Video auf, wo wir uns die Winkelfunktionen am Einheitskreis für die Winkel von 0 bis 360 Grad angeschaut haben. Nach diesem Video weißt du auch, wie man den Sinus und den Cosinus für alle Winkel definieren kann. Außerdem wirst du erkennen, für welche Winkel der Tangens nicht definiert ist. Zur Wiederholung schauen wir uns nochmal den Einheitskreis an. Der Cosinus ist die x-Koordinate von Punkt P. Der Sinus seine y-Koordinate. Der Tangens entspricht der y-Koordinate von Punkt T. Wenn du dazu nochmal eine genauere Erklärung haben möchtest, dann schau dir nochmal die Kasselwörter oben auf diesem Arbeitsblatt an. Ich habe auch zu allen schon mal ein Video gemacht. Die kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. So, wie schaut das jetzt für noch größere Winkel aus? Der Cosinus von 420 Grad ist genau 0,5. Du kannst das gerne mit dem Taschenrechner überprüfen. So, erklär anhand vom Einheitskreis, warum das so ist. Wie immer hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. Wenn du bereit bist, kannst du das Video fortsetzen und deine Erklärung mit meiner vergleichen. Wenn der Winkel Alpha 360 Grad übersteigt, dann sind die Punkte P und T wieder im ersten Quadranten. Das heißt, die Situation schaut ja eigentlich ganz genauso aus wie zwischen 0 und 90 Grad. Der Punkt P hat ja jetzt wieder genau dieselben Koordinaten, wie wenn man eine komplette Drehung, also 360 Grad, am Einheitskreis zurücklegt. Wir sind nur einmal im Kreis gegangen so. Und deshalb ist der Cosinus von 420 Grad, was jetzt der x-Koordinate von Punkt P entspricht, dasselbe wie der Cosinus von 60 Grad. Der Punkt P ist ja bei beiden Winkeln genau derselbe Punkt. Und auf diese Art und Weise können wir für jeden beliebigen Winkel den Sinus und den Cosinus bestimmen. Egal welchen Winkel wir anschauen, irgendwo am Einheitskreis muss dieser Punkt P liegen. Und für jeden Punkt P können wir dann die x- und y-Koordinate ablesen. Und wir können uns sogar negative Winkel anschauen. Also negativer Winkel heißt, wir gehen einfach in die andere Richtung von der x-Achse weg. Achtung, Probleme haben wir aber wieder beim Tangens. Weil wenn der Punkt T nicht mal existiert, ja, wenn ich mich einmal im Kreis drehe, existiert der Punkt T wieder nicht. Und wenn der Punkt T nicht existiert, dann ist der Tangens an dieser, für diesen Winkel nicht definiert. Das heißt, wenn er für einen Winkel nicht existiert oder definiert ist, dann bringt es auch nichts, wenn ich mich einmal im Kreis drehe. Dann ist er immer noch nicht definiert. Im nächsten Video, wenn wir sehen, dass verschiedene Winkel denselben Sinuswert haben können. Bis dann. Ciao.